Theoretisch müsste ich auch weiter. Ah, guck, da macht er sogar weiter. Wollte ich gerade meckern. Dabei machen sie sogar weiter. Hier drüben ist so gut wie alles gebaut. Aber auch nicht alles. Aber brauchen die jetzt im Sommer jetzt tatsächlich wärmere. Bei 28 Grad? Ja, gut, lauft nackt rum. Bei 28 Grad im Sommer. Deswegen habe ich im Sommer nie die Facecam an. Ich habe hier die Tierbevölkerung erreicht. Aber wir haben doch keine Tier. Ach, das war ein Hund. Ah, Hund. Ah, guck mal, jetzt ist hier auch wieder ein bisschen freigeräumt. Jetzt geht's hier auch weiter. Ein Händler ist angekommen. Ja gut. Hi Händler. Wie geht's? Alles fit? Nicht? Schade. Redet nicht mit mir. Gut. Ich quer durchs Dorf gebrüllt. Du kannst es halt einfach kaufen. Ich muss tatsächlich sagen, Wolle und sowas. Denke ich, sind wir besser dabei, wenn wir es tatsächlich einfach von denen kaufen. Als wenn ich die Tiere jetzt erstmal selber mache. Bei warmer Kleidung haben wir tatsächlich genug. Jetzt scheitert es eher so ein bisschen an leichter Kleidung. Aber die haben wir ja erst durchs Flachsfeld dazu bekommen, weil das Leder war mir zu teuer. Was ist das? Oh, wir haben Kohle. Oh, da wird schon produziert. Und was macht der Schmied dann? Kupfer. Der Schmied soll hier sämtlich einmal alles machen. Einmal komplettes Kupferwerkzeug. Kupferhacke, Kupfersichel, Kupferaxt, Kupfermesser. Dann gehen wir nicht langsam mal da weg. Von dem Zeug. Jetzt hat, weil wir Bäume bekommen, weil wir Holz bekommen. Einmal das ganze Kupferwerkzeug, bitte. Danke. Oh, dann gehen wir endlich mal von Knochenwerkzeug und so Zeug weg, was auch schön ist. Und von Flipfeuerstein, was echt schön ist. Wobei wir rein theoretisch noch eine sehr lange Zeit würde ich beides laufen lassen. Kupfer und Knochen und Feuerstein. Da ich denke, das wäre doch tatsächlich sinnvoller, erstmal noch beides zu laufen und nicht erst. Und nicht voll auf eine Ressource drauf zu gehen. Ja, da machen sie Holzkohle. Ja, jetzt ist halt der Punkt, wo die Belastung hochgeht. Ah, da steht dann die Kohle rum. Kohle kann kriegt einen Zustand. Die kann den Kohle schlecht werden. Das Spiel wird schon wissen, was es tut. So, ich würde gerne mal gucken. Hier. Jo, das ist fertig. Ja gut, die Bauten brauchen gerade kein Holz mehr. Deswegen, geht's da halt voran. Geht's da so ein bisschen voran in Sachen Kupfer. Die Häuser müssten alle so ein bisschen mal repariert werden. Oh, guck mal, der hat schon die erste Kupferaxt. Aber ich würde doch hier noch gern weiterhin ein paar hölzerne Plattformen ransetzen. Ein paar. Damit die hier eben, dass wir weiterkommen. Weil bringt nichts, wenn wir jetzt halt hier dann zwar Kupfer bekommen und das Zeug, aber da nicht weitermachen. Ich habe gerade eben unten gelesen, dass Shift-Klick ermöglicht, mehrere zu platzieren. Okay, hier geht's nicht. Oh, das ist doof. Ist die Steigung zu hoch? Anscheinend. So.
Dann wäre halt hier nicht wirklich verteidigt. Aber gut. Sollen die das mal hier bauen? Wieder, wir haben ein bisschen Holz. Ein so Ding braucht zwei Holz. Wir haben 16 Holz. Also dann können wir 8 solche Dinger fertig bauen. Das sind ein paar mehr, also als 8, aber die kriegen wir hin. Wird ja in der Zeit immer noch ein bisschen Holz gefällt. Die Häuser müssten auch ein paar ab und an mal ein bisschen repariert werden. Zumindest die hier drüben. Die hier schauen alle soweit gut aus. Fresh. Nahrungstechnisch. Ja, mache ich mir keine Gedanken. Heuhaufen wäre, sind ziemlich voll. So wie es ausschaut. Die sind sehr voll. Vielleicht baue ich nochmal einen auf der Seite hier und einen drüben. Und. Lager. Hier nochmal einen vielleicht her. So. Haben wir hier links und rechts nochmal. Und wir sind 106 Leute mittlerweile in unserer Stadt. Nahrungstechnisch immer noch top. Aber wirklich top. Die Weber machen gerade sehr wenig eigentlich, gefühlt. Weil wir haben 31 Leinen. Ja gut, an sich, die Ausstatter müssten mal ein bisschen machen. Immer mehr Kleidung haben bekommen. Weil Wolle haben wir auch und die haben wir vor Ewigkeiten gekauft. Schon echt gutes Stück her. Kupfer, Kupfererz, ja, schaut alles sehr gut aus. Aber ich bin ziemlich in Richtung Tendenz, dass wir doch noch einige Leute brauchen, damit die ganze Siedlung einfach flüssiger läuft. Nahrung kommt ja jetzt noch dazu wieder. Wir müssten sogar mal wieder Häuser bauen, sehe ich gerade. Wohnhaus. Und dann bauen wir auch mal wieder ein paar Häuser. Und bauen wir mal hier wieder einen Schwung Häuser her. Dann würde ich hier mal wieder so mal ein Lagerfeuerchen. Mal ein Brunnen. So, ein Brunnen. Dann spirituell. Sollte man vielleicht mal wieder ein Totem aufstellen. Können wir ja. Stellen wir hier ein Totem auf. Boom, Totem. Und vielleicht auch eine Kle was Kleines. Wieder. Totenkopfpfahl. Ein Hinkelstein könnten wir auch nochmal aufstellen, rein theoretisch. Da machen wir mal hier einen Hinkelstein wieder her. So, da, bam. Rein theoretisch, monolithentechnisch müssten wir, könnten wir einen zum Rollen bringen. So, wir haben ja ein paar. Sollte eigentlich soweit funktionieren. Würde ich gerade auf den Händler klicken. Und da haut er ab. Ach gut. Ist er weg. Aber ich denke, hier, das läuft erstmal so relativ gut. Und da brauchen wir uns tatsächlich kaum Gedanken machen. Dass es hier soweit Probleme bereitet. Ich lasse euch mal eine Minute hier mit dem Dorf alleine und bin gleich wieder da. Keine Minute mit dem Dorf alleine, denn wir haben einen Räuberangriff. Ach du Scheiße. Das sind einige. Das sind tatsächlich einige. Okay, der Räuberangriff war weg und die Verteidigung hat anscheinend sehr, sehr gut funktioniert. Okay, jetzt lasse ich euch aber tatsächlich eine Minute alleine mit dem Dorf. Bis gleich. Nicht wieder. Okay, die Räuberangriffe machen mir tatsächlich, muss ich sagen, nicht so viel aus. Gut. Aber ich denke, die Verteidigung mit den Stelzen oben ist echt nicht doof. Die ist echt in Ordnung.
Das war die bessere Variante im Vergleich zu den Türmen, weil habt ihr gesehen, wie viele Bogenschützen sich oben drauf gestellt haben? Das waren nicht wenige. Das waren echt nicht wenige. Hier wären Esel. Ich könnte rein theoretisch die kleinen Eselchen hier mir snacken. Wollen wir mal? Komm, wir machen das mal. Eseldomestizierung. Fangen. 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 Jagen. Die alten Esel, die älteren Esel, die sind mir relativ unwichtig, so wie ich sehe. Aber brauche ich jetzt, ich rein theoretisch bräuchte ich einen Stall dafür. Warte mal, Transport, nee. Spirituell, wo waren denn die Ställe? Gemeinschaftshaus, Steinstall, hier, Ställe. Wir gehen mal ein bisschen Richtung Tiere. Komm, ein bisschen. Mal schauen wir uns das mal an. Holen wir uns mal einen Stall. Wir haben ja hier auch tatsächlich einiges an Platz. Holen wir uns mal. Ja, hier wollte ich das Eisen ein bisschen machen. Holen wir uns mal hier. So ein bisschen. Machen wir hier mal so eine Reihe Ställe her. Also zwei. Mehr will ich tatsächlich nicht. So zwei Ställe. Mal hierher packen. Weil wir können ja wirklich Tiere holen. Wir haben Nahrungsmittel vorhanden. Woher wir die Tiere bekommen, das weiß ich aber dann halt auch tatsächlich auch noch nicht. Aber das werden wir hinbekommen. Irgendwo werden wir die herkriegen schon. Hey Mates. Ich mache die Kamera wieder an. Der flauschige Vorteil ist auch gerade da. Der Flauschelteil. Wobei, ich bin genauso flauschig mittlerweile im Gesicht. Und auf dem Bauch, Brust. Ja. Dann haben wir hier mal zwei Ställe. Ich weiß nicht, ob ich das Rad mir gleich mit ranknall. Wir könnten uns dann Pferde holen. Das wäre halt schon irgendwie geil. Wir haben sehr viele Schlitten jetzt endlich mal in Richtung Transport. Was irgendwie halt auch nicht schlecht ist. Bautechnisch sehe ich, ist hier alles soweit fertig. Wisst ihr, was ich... Was bist du? Ein junger Esel? Ach, du bist einer von unseren Eseln. Nicht genügend Platz in den Ställen für Tiere. Okay, gut. Da sind wir gerade dran, die zu bauen. Ich glaube, die sind abgehauen. Tatsächlich. Fangen. Töten. Fangen. Töten. Weil uns ja nur die kleinen Esel was bringen. Wir sind voll. Ah, wir müssen dem mal ein paar Minuten geben, um alles ein bisschen zu bauen. Wir haben 108 Leute von 108 Menschen, die in unserer Siedlung Platz haben. Da gucke ich jetzt immer so ein bisschen ab und an mal mit auf die Nahrung. Aber das ist ja eigentlich schon so ein bisschen das Nächste, was kommt. Wo sind noch ein paar? Hier ist noch ein Esel. Könnt ihr den mit fangen? Danke. Nicht genügend Platz in den Ställen. Ja, die werden aber gleich gebaut werden. Da dauert es nicht mehr lange. Stöcke haben wir auch noch. Ist alles, eigentlich ist alles relativ safe, was wir haben. 108 Leute, unsere Belastung geht immer niedriger, unsere Nahrung bleibt noch sehr stabil. Deswegen habe ich mal gedacht, komm, wir fangen jetzt mal mit den Tieren an, ohne dass wir uns vielleicht gleich wieder in irgendwelche Kacke reiten. Das wäre natürlich auch sehr schlecht. Und vor allem gehen wir ja eigentlich, sobald wir hier so ein bisschen Platz wieder haben, wieder auf Nahrung, weil wir noch die Bäume, einen Obstgarten uns machen. Sagen wir mal einen Obstgarten. Da, ein Händler ist da. Hey, eigentlich habe ich viel zu viel Stroh. Ziegen. Okay, ich kann. Ah, die Ziegen muss ich auch fangen. Okay. Ja gut, das klingt halt logisch, dass man Ziegen auch fangen muss. Oder ich kaufe sie von ihm ein für 40. So, mit der Provision, glaube ich, ist es dann mehr als 40.
Deswegen, weiß ich wohl nicht. Vor allem, wir haben noch keine Stelle. Komm, lass es erstmal sein. Wir haben jetzt erstmal die Esel da uns gesnackt. Und könnten uns dann vielleicht das Rad erforschen. Wir haben schon Bronze, aber Rad wissen wir noch nicht, wie geht. Ist das Rad tatsächlich so spät eigentlich erst gekommen? Muss tatsächlich sagen, ich weiß es halt nicht. Ich bin da jetzt nicht so bewandert. Ich habe zwar grundsätzlich eine, meiner Meinung nach, hohe Allgemeinbildung. Und bin ich auf den Kopf gefallen, aber wann das Rad direkt kam, so epochen- und zeittechnisch, kann ich euch zwar nicht sagen. Kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ich denke, die Tiere werden tatsächlich nur in den Ställen verpflegt. Und da machen wir einfach mal einen letzten. Die sind jetzt auch gerade am Bauen. Sind gleich fertig. Wir können wieder 16 Leute in die Siedlung aufnehmen. Ist auch gut. So. Die sind beide gleich fertig. Nicht genügend Platz für Tiere. Ja, der Platz kommt gerade. Da ist der Platz. Tierlimits. Alles unbegrenzt? Ha. Was ist das? Ressourcen sind zweimal länger haltbar, wenn sie in diesem Bauwerk gelagert werden. Okay. Okay. Oh, wir haben unsere 50 Kohle, wir haben unser Limit da erreicht. Cool. Wer läuft darum? Ach, das ist einer unserer Esel. Wir haben ein paar Esel. Tatsächlich. Ach komm, schnappt euch mal das Bison hier. Wer ist das? Ein wilder Esel. Was ist das? Wildschwein? Wolf? Wildschwein, Wildhirsch? Okay. Hier machen sie ganz brav die Bäume weg. Bautechnisch haben wir jetzt eigentlich gerade nichts zu tun, oder? Andere Fra Ja, jetzt gehen die Esel langsam hin. Ich glaube, die sucht. Die kommen jetzt dann hierher. Hier würde ich tatsächlich hohe Prioritäten draufsetzen auf die Dörfer. Auf die Dinger, weil sonst sterben uns ja die Tiere. Die uns ja später Wolle und alles bringen. Also wenn wir Schafe haben. Oder ich weiß nicht, was uns eine Ziege bringt. Und wir gehen mal doch hier auf Rad. Weil dann kann ich nämlich hier mal, pass mal auf, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Würde ich mal dreimal so einen Karren machen. Wir haben zwar nicht, oder halt sechs Karren machen. Wir haben zwar nur zwei, vier Esel. Aber wir machen mal sechs Karren. Haben keine warme Kleidung. Wie? Wir haben. Oh. Tatsächlich, warme Kleidung wird kritisch gerade. Haben wieder ein Totem errichtet. Wir sollten vielleicht tatsächlich mal ein bisschen jagen gehen wieder. Wenn ich mir das gerade so anschaue. Da haben wir wieder so ein kleines Problemchen. Wilder Esel, wilder Esel. Hirsch. Mal ein bisschen wieder auf die Jagd gehen. Nicht im übermäßigen Stil. Ah, das haben wir halt lang wieder nicht gemacht. Jagen gehen. Ah, da, der Steinbock ist tot. Wolf. Waren halt lange, lange, lange wieder nicht jagen. Aber das hole ich gerade nach. Ah, was ist da? Steinbock. Ah, hier, das könnten wir auch jagen gehen. Die Mufflons können wir uns auch snacken. So. Okay, wir haben wieder mal der Jagd übertrieben. Irgendwie wie immer halt. Aber wir kriegen hoffentlich dadurch ein bisschen ra was ran. So, was hast denn du ein bisschen? Ziegen. Nee, Esel. Nee, Esel sind mir zu teuer.
Die sind mir tatsächlich zu teuer bei dir. Oder die sind mir zu teuer. Ich würde gerne mal diese Steinschleudern wegkriegen. Und Stroh. Stroh haben wir sehr viel. Ich kaufe noch die Wolle von dir. Hier, du kriegst dafür mal einen Arsch voll Stroh. Danke. Weil es schaut schon ziemlich voll alles aus, unsere Heuhaufen. Holz ist immer noch so ein bisschen. Wird nicht mehr. Okay, aber egal ob jetzt Holz mehr wird oder nicht. Erste Sache, ein Abbaugebiet für Stein. Dann zweite Sache, eine Palisade. Warte mal. Eine Palisade. Können wir doch hier direkt an dem Stein so ein bisschen ersetzen. Tschupp. Machen wir mal hier, dann holen wir uns nach und nach, oder dann fangen wir jetzt an, uns mal wieder neues Land zu holen. In unserem Dörfchen reinzubauen. So. Und tatsächlich mal schon eine gute Fläche hier. Die ist jetzt nicht gerade klein. Die ist tatsächlich nicht gerade klein. So. Machen wir was hier. Aber wobei, rein theoretisch würde ich gerne, warte mal, da drehen wir mal. Wenn wir hier eine Palisade bauen, so hier schon ein Stück. Dann bauen wir hier mal ein Tor an die Palisade hier ran. Dann bauen wir mal die Palisade hier mal so ein Stück weiter. Mal bis hier. Und bauen hier einfach mal ein zweites Tor ran. So. Dann bauen wir hier nochmal ein Stück Palisade her. So. Das ist mal bis hierher. Das ist eine sehr große Fläche, die wir uns da holen. Tatsächlich eine sehr, sehr große Fläche. Die Bäume haben sie hier anscheinend übrigens sehr gut weggeholt. Hier sind sehr viele Stöcke, das nervt mich ein bisschen. Das nervt mich sogar ordentlich. Wolfangriff, okay. Arbeitsgebiet. Bäume holen. Macht mal hier noch ein Arbeitsgebiet, Bäumchen hin, ne? Hier hinten, wie schaut es da aus? Haben sie auch sehr viel weggeholt schon. Ein bisschen Holzverbrauch. Bisschen ordentlichen Holzverbrauch. Gut, weil wir halt hier überall Palisaden bauen ohne Ende. Aber ohne Ende Palisaden bauen. Wirklich ohne Ende Palisaden bauen. Oder halt durchgehend sehr viel bauen. Das ist eher so. Sind eigentlich nur am Bauen die ganze Zeit. Ich würde gerne hier die Tore ein bisschen anders haben. Also auch hier so zwei Tore vielleicht. Aber jetzt lassen wir es erstmal bei einem. Und dann machen wir das mal. Oh, was ist denn hier? Jagen. Bitte. Und ich will mal hierher gucken. Unsere Gräber reichen tatsächlich sehr aus. Wie schaut es eigentlich hier so ein bisschen mit unserem Ruhm aus? Boah, Alter, die haben die Hälfte an Ruhm erreicht. Und unser Gemeinwohl auch sehr gut eigentlich. Sehr hohes Allgemeinwohl. Was auch gut ist. Rein theoretisch könnten wir, wenn wir hier so ein bisschen, wenn wir das aufgebaut haben, auch einfach die ganze Reihe hier wegnehmen. Brauche ich gar nicht so gestützt bauen. Gar nicht so. Dok, dok, dok. Versteht ihr? Wenn wir hier mal die Mauer rum haben. Oder halt zumindest die Palisade rum haben.
dass wir hier einfach sagen, okay, komm, wir machen die Zwischenwand weg. So, wie schaut es jetzt hier so ein bisschen aus? Die haben hohe Priorität, aber die Esel sind gar nicht drin. Gehen die Esel wohl nur rein, wenn die Hunger und wenn die gefüttert werden müssen? Ach, guck mal, die essen, die brauchen nur Stroh. Was sogar echt sogar gut ist. Bringt halt also auch 2 Ruhm. Cool. Ziegen habe ich halt hier irgendwie noch gar nicht irgendwo rumlaufen sehen. Schafe. Komm, wir knallen mal die kompletten Tier-Dinger durch. So, jetzt können wir hier sämtliche Tiere, die wir haben, uns snacken. Wie die wir wollen. Wie wir wollen. Haben die kompletten Tiere mal möglich, uns in die Stelle reinzuschmeißen. Ich hoffe, die Stelle reichen so in dem Punkt, wo sie sind. Eseltechnisch. Okay, da fehlt Leder. Kriege ich eigentlich noch Tamin irgendwo her? Feuersteinmine erschöpft. Oh, endlich mal. Was? Einer wurde vom Blitz getroffen. Weil da habe ich auch sehr wenig eigentlich nur. Warte mal, Arbeitsgebiet. Tannin sammeln. Da habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig bei uns immer nur in der Gegend gesehen. Aber guck mal, hier können wir ein Arbeitsgebiet hersetzen. Und hier. Weil hier hinten baue ich tatsächlich bestimmt nicht ab. Sonst hier hinten mal sammeln. Ein Händler ist angekommen. Hallo Händler. Was hast du ein bisschen für uns? 2 Esel. Ich würde gern die Kleidung kaufen. Und dir für die Kleidung mal. Geben wir dir mal 20 Steine. Und den Rest an Stroh. So. Haben wir mal wieder ein bisschen Kleidung bei uns. Aber daran scheitert es doch ein bisschen. An warmer Kleidung und allem. Wieder. Die haben, ich weiß nicht, warum denen ihre Moral so down ist. Vielleicht weil sie keine Schlitten und Zing haben. Die ist da, wenn sie das per Hand tragen müssen, geht die Moral immer ein bisschen runter. Aber da sind wir ja eigentlich dabei, hier die ganze Zeit so Zeug zu bauen. Werkstatt ist echt cool. Muss ich tatsächlich wirklich sagen. Ich finde die echt cool. Da fehlt halt leider immer ein bisschen Leder. Aber da sind wir halt eigentlich auch so ein bisschen dabei. Hat uns jetzt Tannin gefehlt. Aber da haben wir ja jetzt halt gerade ein bisschen dafür gesorgt, dass wir wieder ein bisschen was bekommen. Haben keine leichte Kleidung. Ja, ihr kriegt ja schon ein paar Felder. Ihr kriegt einmal. Erstmal definitiv ein Flachsfeld, so wie es ausschaut. Weil wenn ich mir eure Nahrung so anschaue, ist die so krass safe eigentlich, dass wir da wirklich gut machen könnten. Ich würde ne, nicht deaktivieren, sondern es recyceln. Wir recyceln hier schon mal die paar Plattformen da. Bis zum Tor. Kriegen wir halt wieder ein paar Bäume dazu. Dann wird es schon, denke ich. So langsam mal. Was ich möchte, ist aber, weil wir hier keine Lagerplätze haben, keine wirklichen. Weil hier auch Holz benötigt wird, würde ich hier mal 2 Lagerplätze für Holz machen. Und einfach, weil wir es.